Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Final Fantasy X. In der letzten Episode haben wir uns auf den Weg Richtung Stille Ebene gemacht und in der heutigen Episode werden wir diese ein wenig erkunden. Die Stille Ebene ist ein bisschen größer als alles, was wir bisher so hatten. Dementsprechend werden wir die heute nicht komplett erkunden können. Aber es gibt hier nichtsdestotrotz eine Menge zu finden. Und wir werden heute auf jeden Fall schon mal einige sehr, sehr wichtige Dinge angehen. Oh, sehr schön. Mehr Magie für Yuna und Anti-Z. Das wäre gar nicht mal so schlecht gewesen für den Seymour-Boss-Kampf, aber ich komme klar damit. Ich glaube, Yuna ist mittlerweile mit einer der schnelleren, ne? Ah, aber nicht schneller als Kimari. Warte mal, das so. Dieses Mal gehen wir die Ebene ein bisschen an. Was ich hier noch gerne machen will, bevor wir weitergehen, habe ich nämlich vergessen. Riku, Kimari, Tidos ist die Ausrüstung zu ändern. Und zwar bei Auron möchte ich gerne auf die Inferno-Klinge wechseln. Und Wacker gehen wir zurück auf die Eisbau. Oh, was ist denn der Hardrocker? Oh, Stein, Ausweich. Ich habe ein paar sehr gute Items, die ich wahrscheinlich jetzt dann nach und nach wieder verkaufen werde. Bevor wir das aber machen, gehen wir erstmal ein bisschen weiter. Hier gibt es eine Menge neue Monster, die wir noch nicht kennen. Und viel wichtiger. Ah, okay, da haben wir eins. Und zwar den Feuerpudding hier. Die wollen wir auch so gut es geht beklauen, denn die haben Hitzesteine und davon will ich so viele wie möglich haben. Denn über Hitzesteine können wir unseren Bestia Feuer beibringen, was sehr cool ist. Auron sollte in der Lage sein, die hier zu erledigen, allerdings nicht mehr vernichten, weil ich nicht mehr auf der Blitzklinge bin. Jetzt frage ich mich gerade, warum ich auf Feuer wechseln wollte. Wir holen mal Wacker rein. Sturmschock ist hier richtig nützlich, denn damit hat der gute Herr hier ausgezaubert. Ich versuche noch mal ein bisschen was zu klauen. Sehr schön. Und dann darf Lu es zu Ende bringen. Und uns die Erfahrungspunkte nach Hause tragen. Wunderbar. Eine andere Sache, die ich noch machen wollte, denn das wäre vielleicht auch nicht mal so schlecht, ist erstmal Tidos wieder in die Gruppe und dann bei Tidos die Ausrüstung kurz ändern, denn ich habe nämlich was vergessen. Und zwar wollen wir das Sonic-Schwert haben. Wenn ihr das nicht gekauft habt, ist das jetzt auch nicht der Weltuntergang. Allerdings macht das unsere Reise hier um einiges einfacher. Dementsprechend ist es gut, dass wir das haben. Oh, und wie, und wie. Ja, 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 erzähle. As you know, these plains were once a battlefield. A great battle between Bevel and Zanik. Oh, okay, nee, das wusste ich nicht. That war left this place a barren, lifeless land. Then time passed. The summoners took note of this uninhabited land. Ah, ja, eben genau. Great battles could be fought here with no harm to the common folk. Perfect for a final battle with sin, as it were. Summoners wait here, ready to perform the final summoning. Ah, to know what they must feel. In any case, when sin is defeated here, the calm will visit Spira once more. That's why this place is now known as the Calm Lands. Exactly who dubbed it so is unknown. And that, as they say, is that. Ja, ich habe da letztens schon drüber geredet. Das hier ist. Oh dear, I almost forgot to tell you something. Was denn?
Was denn? There's a chasm, a great rend in the earth in these parts. Also mal aufpassen, dass wir nicht reinfallen. From High Summoner Gandalf's bitter battle with Sin 400 years past. Okay. Interessant ist hier die Leute auf den Chocobos hier, wenn ihr die ansprecht, ja, ey, bleibt doch mal, wisst ihr was, egal, wenn ihr die ansprecht, werden die euch sagen, wenn wir ihnen folgen, dann werden wir, Richtung Bevel. Also die helfen euch der Orientierung, darum geht's in erster Linie. Außerdem, ich werde hier wieder auf die Blitzklinge zurückgehen, einfach wegen den Robotern. Und dann haben wir hier noch viele, viele Chocobos, die hier auf uns warten. So. Nee, Kilos. Außerdem müsste ich mittlerweile eigentlich genug gestohlen haben, um Feuer zu erlernen. Wie ihr seht, mit 4 Hitzesteinen gibt es einen Feuer. Und Feuer ist natürlich der Hammer für Ifrit als besten Heilzauber. Ich werde es wahrscheinlich auch Valvaris beibringen. Denn Valvaris ist eine der besten magiekräftigen Bestias. Ich meine, Shiva ist nochmal einen Ticken besser. Aber Shiva braucht in erster Linie Eiszauber. Und ich habe eher, also auf Valvaris habe ich die verschiedenen Schwarzmagiezauber dann eigentlich eher zur Verfügung. Hier macht es mehr Sinn, ihnen die passenden Zauber für ihr eigenes Element zu geben. Also Blitzgar und sie kriegt dann Eisgar. Bahamut kann sowieso alle Gar-Zauber. Und das ist nützlich. Wir werden jetzt hier, könnt jetzt hier in der Ferne schon mal etwas beobachten, und zwar, hä, wo ist der jetzt hin? Ah, da drüben ist er. Ah, und da haben wir, glaube ich, einen neuen Feind, und zwar den dicken hier. Und ihr seht, der ist anfällig gegenüber Feuer. Ich denke mal, er wird der Grund sein, weswegen ich die Feuerwaffe benutzen soll für Auron, aber ich denke mal, das kriegen wir auch ohne hin. Probieren es einfach mal. Oh, wow. Halleluja. Was haben die? Schönes Jupelo-Medizin. Aber mich interessieren die Hitzesteine dennoch immer noch mehr. Wir gucken jetzt mal, ob Auron in der Lage ist. Nein, ist er nicht. Das heißt, ich muss hier was machen? Mach wacker. Macht einfach mal stumm, damit er schon mal nicht zaubern kann. Okay. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Moment. Nee, habe ich nicht, oder? Habe ich jetzt gerade mit Auron den Pudding angegriffen? Jetzt bin ich durcheinander. Lu fehlt noch. Ich glaube, die haben alle. Ne, definitiv nicht. Ne, also ich wundere es jetzt gerade, dass der Panzer gestorben ist. Hat mich jetzt komplett aus der Gruppe geschoben. Also komplett aus. Ich habe mich gerade vor Verwirrung selbst verletzt. Juna, mach mal den Tidus wieder heile. So, der hier ist ziemlich interessant. Denn der mobile Reisebedarf hier von Rin hat ein interessantes Item. Und zwar diesen Buckler hier. Der ist nämlich verbuggt. Der Buckler mit dem Zauberkonter hier. Denn an und für sich könnt ihr Zauberkonter nur auf eine Waffe schmieden. Hier haben wir allerdings eine Abwehr, die Zauberkonter hat. Das geht an sich gar nicht, aber hier könnt ihr eine kaufen. Die Waffen an sich sind nicht wirklich interessant für uns. Ich meine, der Meisterstab vielleicht. Glühlanze wäre vielleicht ganz gut, wenn ihr einen zaubernden Kimari haben wollt, aber der 20%
Zauberangriff, Speer ist da definitiv besser. Also die meisten Sachen hier sind jetzt nicht unbedingt interessant. Das hier vielleicht. Für Auron so viel plus MP. Das wäre was für Lulu zum Beispiel. Sturm- und Steinwall für Lulu ist ganz gut. Aber viel wichtiger ist, hier können wir ein paar sinnlose Waffen verkaufen. Hier seht ihr Zauberkonters hier auf der Waffe. Das rentiert sich jetzt nicht wirklich. So, dann können wir mal meine Ausrüstung wieder alles durchsortieren. Und dann gehen wir mal weiter. Wie gesagt, ihr könnt hier in der Ferne ein paar Chocobos sehen und da hinten ist ein Reisebedarf. Der interessiert uns jetzt aber erstmal nicht. Wir wollen hier unten erstmal weiter. Und hier unten gibt es einige Schätze. Mittlerweile weiß ich auch, was mich so, warum der Pudding vorhin gestorben ist, als Wacker den angegriffen hat. War ein kritischer Treffer und die Puddings haben nur 1500 Lebensenergie. So. Auch hier sollten wir nochmal kurz durchheilen und dann gehen wir weiter. Hier unten ist es besonders wichtig, dass ihr Tidos in eurer Gruppe habt, denn hier in dem schattigen Teil der Ebene könnt ihr auf ein besonders gefährliches Monster treffen, welches aber bisher noch nicht rauskommen wollte zum Spielen. Hier unten sind zwei Schatzkisten, die relativ gut versteckt sind, also ich bin an denen schon ein paar Mal vorbeigelaufen, ohne die zu finden. Und es sind doch einmal 5000 und einmal 10.000 Gil. Außerdem hier schön auf kaputtes Zeug, was doch Sinn macht in der zerstörten Ebene hier. Wir folgen jetzt der Wand hier und ein Problem, was wir hier haben, sind diese wechselnden... neue Gegner. Diese wechselnden Kameraperspektiven. Ich würde mal sagen, wir beginnen mal mit Reizen. Ihr seht schon, Feuer und Wasser sind die relativ resistent gegenüber. Also wollt ihr die offensichtlich nicht mit Feuer und Wasser angreifen. Wir können hier allerdings Kältesteine klauen und ich glaube, die haben auch noch andere Steine, die euch erlauben... ja, gute Frage. Was erlauben die einem denn? Auf jeden Fall erlauben die einem Zauber. Die erlauben einem weitere Zauber der Garstufe. Klappt das? Und wie das klappt. Ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee war, ihn hier zu stummen, denn... Ah, hat gar nicht geklappt, ne? Kann ich ihn töten? Ja. Ja, das geht noch. Zorn! Oder hat das doch geklappt? Das ist eine gute Frage. So, Feuer und Wasser ist nicht gut. Wie sieht es mit Eis aus? Er ist nicht stark genug. Ah, das funktioniert aber. Wunderbar. Okay, also so geht's. Aber ja, ich weiß jetzt nicht, hier die wechselnde Kameraperspektive kann ein Problem werden. Ansonsten sind die Gegner hier gar nicht mal so gefährlich. Eko und Kimari wieder rein und dann gehen wir weiter. Ihr seht den grünen Punkt auf der Karte, das ist unser Ziel, da wollen wir im Moment hin.
denke mal, das schaffen wir noch. Auch hier ein weiterer neuer Gegner. Und zwar der Qual. Und der Qual bringt uns die Qual. Gefährliche Gegner können nämlich den mit ihrem Blasterzauber Tod verursachen. Was ihr nicht so toll findet. Wie war das Feuer? Ah, Blitz und Eis mögen die nicht. Also mögen die. Schweigen, okay. Subvita zieht Lebensenergie ab. Jetzt ist halt natürlich das Problem, Auron wird auch keine vernichtenden Schläge hinlegen können. Ich denke, Matidos wird hier der Einzige sein, der das kann. Wir können es gerne mal mit Wasser probieren, aber ich glaube nicht, dass das äußerst effektiv ist. Nein, die sind recht magieresistent. Da haben wir Blaster. Oh. Huh. Okay. Blaster macht Stein. Ist hier gar nicht tot? Ja gut, Stein ist kein Problem. Stein können wir heilen. Haben wir nochmal Glück gehabt. Und zurück zu Tidos, denn dieser sollte der Einzige sein, der sie vernichten schlagen kann. Wunderbar. Damit können wir natürlich extra Erfahrungspunkte sammeln. Es fehlt uns jetzt hier ein Gegner, in den ich leider nicht reingerannt bin. Denn Kimari und Riku. Hier gibt es eine Menge Gegner und eine neue Mechanik, die wir... ich spreche dann, wenn wir dort sind. Ich denke mal, wir haben es... Ich denke mal, das schaffen wir jetzt. Natürlich renne ich noch in den Kampf kurz davor. Wie soll es anders sein? Kimari, Tidos. Und ich habe dann das eine Monster nun leider doch nicht gefunden, aber dann werden wir das beim nächsten Mal tun. Ich würde jetzt nämlich sowieso erstmal hier hin. Und zwar haben wir hier die... Könnte fast lebendig sein. Die Monster-Arena gefunden. Hallo. Der ehrwürdige Mian erschuf dieses Trainingslager für die Bürgerwehr. Mit Monstern aus ganz Spira kann man sich hier kämpfen und seine Stärke messen. Aber ich war zu dumm und habe alle Monster kommen lassen. Ich bin zu alt, um sie wieder alle einzufangen. Was soll ich machen? Hey, könnt ihr mir bestimmt weiterhelfen? Könnt ihr für mich die Monster sammeln? Natürlich nicht umsonst. Mit Belohnungen werde ich nicht geizen. Und außerdem könnt ihr jederzeit gegen die Monster kämpfen, die ihr gefangen habt. Und die Items, die ihr nach dem Kampf bekommt, dürft ihr natürlich behalten. Aber die festgesetzte Kampfgebühr müsst ihr schon bezahlen. Und ist das nicht ein tolles Angebot? Nee, Nachteile gibt es für euch gar keine. Okay, machen wir. Kein Problem. Das habe ich erwartet. Also, macht euch gleich auf und fangt Monster für mich. Aber da gibt es eine wichtige Sache. Ihr braucht besondere Waffen, mit denen ihr ihnen den Gnadenstoß versetzen müsst. Keine Angst, ich habe die nötigen Waffen für einen günstigen Preis auf Lager. Ach ja, mehr als 10 Monster der gleichen Sorte kann ich nicht halten. Es bringt also gar nichts, wenn ihr mir mehr als 10 bringt. Als erstes solltet ihr die Monster fangen, die auf der stillen Ebene leben. Ich brauche eine bestimmte Anzahl, um die Monsteranstalt wieder zu öffnen. Es gibt insgesamt 9 Monsterarten auf der Ebene. Fangt sie alle ein. Aber ihr braucht besondere Waffen, um sie fangen zu können. Ich verkaufe sie euch zu einem Sonderpreis. Seid mir dankbar. So. Jetzt müssen wir hier die passenden Monsterfangwaffen kaufen. Da sind wir sehr, sehr dankbar, ne? Wir kaufen erstmal ein Dompteurschwert für Tidos, die Abseitsfalle für Wacker, den Dämonenbanner für Auron und die Dompteurklaue für Riku. Diese 4 Waffen werde ich benutzen, um Monster zu fangen. Und 2 der Waffen werde ich auch schon umbauen, denn ich kann ich schon umbauen. Hier packen wir erstmal Erstschlag drauf. Das ist schon mal sehr, sehr nützlich, um... ja, den Erstschlag zu erhalten für Wacker. Die Materialien für Präventivschlag habe ich noch nicht, also können wir das nicht auf Tidos packen, aber mit Erstschlag sind wir schon mal gut dran. Für Auron packen wir Durchschlagen drauf. Für Monster, die gute Verteidigung haben. Und die Waffe für Riku können wir auch noch nicht umbauen. Riku will ich deswegen haben, weil sie sehr, sehr schnell ist und damit sehr schnell angreifen kann und sich um Gegner kümmern, die besonders gefährlich sind. Aber dazu später mehr, da ich die im Moment nicht einsetzen kann. Ich werde die allerdings
besonders für Auron und Wacker schon mal benutzen, da ich nach und nach ab jetzt im Spiel die Gegner auch wirklich einfangen will, die wir auf den Reisen treffen. Das von Tidus werde ich auch benutzen, das werde ich aber bei Bedarf einwechseln, denn der Präventivschlag auf meiner Waffe ist trotzdem weiterhin unglaublich wichtig. Und da ist es mir lieber, ich habe den, als in Gefahr zu laufen, von einem besonderen Monster überrascht zu werden, das dann nicht so gut auf mich zu sprechen ist. Das, für die Leute, die das Spiel gespielt haben, ihr wisst, welches Monster ich meine. Es handelt sich um ein Wesen, das gelegentlich mal die Zähne putzen sollte. Mehr Hinweise gibt's hier nicht. Wir leveln jetzt hier noch unsere Truppe ein wenig. So. Die extra Kraft wird Auron sehr, sehr gut tun. Hier den Sphäropass könnten wir theoretisch auch einfach wegmachen. Allerdings sind hier nur leere Felder und die bringen uns im Moment einfach nur nichts. Wir sind auch mit Auron relativ kurz vor Ende, denn hier unten, das ist das Ende seines Feldes. Hier ist nämlich schon Tidus zu Hause. Und jetzt geht's hier lang. Und damit können wir Lulus HP verbessern. Und die Gar-Zauber erlernen. Jetzt will ich nochmal zu Yona. Und werde hier einige Schwarzsphäroide einsetzen. Und werde der guten Yona dieselben vier Abilities geben. Denn Yona ist eine ausgesprochene, ausgezeichnete Schwarzmagierin mit ihren hohen Magiewerten. Und mit diesen vier Zaubern ist Yona richtig, richtig mächtig. Um dann nochmal zu zeigen, wo ist es denn? Statuswerte. Yonas Magiewert 48. Ja, Lulu ist gerade mal bei 40. Yona hat richtige, richtige Power. Wir werden dann beim nächsten Mal hier weitermachen und anfangen, unsere Monster einzusammeln. Aber ich werde hier die Episode beenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Euer Tridi.